Hallo und herzlich willkommen zurück. Wie versprochen gibt es jetzt hier in diesem Part die Auflösung mit diesem... Alter, genau. Ist klar, ne? Mit diesem komischen Rätsel da, das eigentlich gar nicht so komisch ist. Bin hier fertig. Großartig. Dann wollen wir mal. Okay, hör zu. Wir müssen die vier Leitungen mit den jeweiligen Servern verbinden. Ach, weiß ich. Alles klappt. Hast du verstanden? Alle vier verbinden. Hab's verstanden. Weiß ich ja schon. Hast du gelernt, wie man das macht? Was? Den Computerkram. Jo, ist klar. Die hatten wir wohl alle nicht, was? Nein. Ich habe mich immer gefühlt, als ob etwas fehlt, etwas von mir versteckt wäre. Ich auch. Es ist dieses stechende Gefühl im Innern. Ich schätze, ich habe diese aufgestaute Energie für Sachen verwendet. Okay, warte mal, das müssen wir nochmal so machen. Dass ich das hier hin machen kann. Und du? Was hast du damit gemacht? Dämonen getötet und rumgevögelt. Aber der Computerkram klingt auch in Ordnung. So. Okay, das hätte ich jetzt auch schon machen müssen. Wenn ich das jetzt hier hin drehe, dahin und dahin, dann läuft das... Warte, ich muss mal gerade überlegen. Dann ist das so... Dann muss ich das hier weitermachen. Ach so, das muss ja dahin. Warte mal, das müssen wir jetzt sowieso nochmal drehen. Damit das hier nicht beeinflusst wird. Wenn ich das jetzt da hindrehe. Warte mal, das machen wir mal so. Und so. Da gehört es ja richtig hin. Und das hätte ich nochmal einmal drehen müssen, genau. Dann passt das dann eigentlich im nächsten. Okay. Warte mal. So, hopp. Machen wir das hier richtig. Und dann drehen wir einfach das richtig. Und dann haben wir es eigentlich, ne? Zumindest habe ich es so verstanden. So, komm her. Okay, wir sind bereit. Jo. War ja gar nicht so schwer. Ne? Naja, ist ja auch Devil May Cry, ist ja jetzt kein, keine Ahnung, Professor Layton. Anlocken soll? Wir haben sein Kind getötet. Mach ihn wütend. Verstanden. Aber versuch nicht, ihn zu töten. Er ist unbesiegbar, bis ich das Höllentor schließe. Okay. Es wird ernst, Dante. Wir müssen einander voll und ganz vertrauen. Absolut. Und ohne zu zögern. Wir sind schließlich Brüder. Ja, da vollkommen recht. Aber ich glaube, Virgil betrügt irgendwann Dante. Zeit dem Ende, Zeit dem ein Ende zu setzen. 7.S, Zeit war glaube ich, doch, ganz gut, SS. Und Fortschritt war B, ja gut, könnte ein S werden. Mit etwas Glück, okay, wir haben Items benutzt, könnte ein S werden, ist ein S geworden, sehr, sehr schön. Das Angesicht des Dämons, die glaube ich vorletzte Mission jetzt, bin ich mir jetzt gerade ganz, gar nicht sicher. Ich glaube, es gibt 20 Missionen. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht sicher. Aber das könnte ganz gut sein, weil wir jetzt Mundus hinhalten müssen, glaube ich. Und in der 20. Mission Mundus töten. Könnte klappen, wenn ich mir das jetzt so ganz vorstelle. Warum habt ihr mein Kind getötet? Weil du ein Arschloch bist. Ich frage erneut, warum habt ihr mein Kind getötet? Weil du meine Mutter getötet hast. Also war es Rache? Ich verstehe. Es war mehr als nur das. Oh. Für die Freiheit. Freiheit? Ihr scheint alle Freiheit zu haben, die ihr braucht. Die Freiheit, meinen Erben zu töten. Ich meine nicht meine Freiheit.
die Freiheit der Menschheit. Menschheit. Und was glaubst du, würde die Menschheit wohl mit Freiheit tun? Als ich kam, hatten sie die. Was denkst du, haben sie damit angestellt? Gekämpft, getötet, gehungert. Ich brachte ihnen Wohlstand. Ich brachte Struktur. Was hast du gebracht? Außer Gewalt, Krieg, Tod. Komm schon, Tante. Mach ihn wütend. Weißt du was, Mundus? Du hast recht. Es war nicht für die Menschheit, es war Rache. Ich muss dir sagen, dein Kind so zu töten, zu sehen, wie es in kleine Teile zerfetzt und zu hören, wie du wie eine deiner Dämonenschlampen schreist. Unbezahlbar. Alter Falter. Der hat's drauf. Ja. Ja, hat jetzt nicht ganz so gepasst. Okay. Was hast du getan? Lass meinen Bruder in Frieden. Kann es auch nicht gewesen sein, oder? Geht's dir gut, Tante? Hast dir viel Zeit gelassen? Gern geschehen. In der Limbus? Die echte Welt verschmilzt jetzt, oder was? Das ist nicht so gut. Zumindest nicht für die Menschheit. Mundus. Zwei Söhne Smaragds. Mach dich bereit, Tante. Können wir ihn töten? Ja, das Höllentor ist zu. Ihr werdet nur sterben. Niemals! Hast du einen Plan? Siehst du sein Auge? Ich ja. Gott. Sein Dämonenkind hatte sowas. Damit sollten wir anfangen. Okay, wir müssen es aufkriegen. Ich bin Mundus. Du bist ein Arschloch! Beschäftige ihn.
öffnen. Sag ich ja. Er ist ein Arschloch. Greif ihn nicht an. Bleib einfach am Leben, bis ich sein Auge freilege. Okay. Ja. Mission 19. Töte Mundus. Und wir müssen irgendwie am Leben bleiben. Damit Virgil Mundus angreifen machen kann und damit wir ihn zerstören können. Okay, los geht's. Reißen wir es raus. Alter. Okay. Gemacht. Der ist aber recht zerbrechlich. Dante, hast du das gesehen? Ja, ich sehe es. Er steckt noch immer da drin. Irgendwie müssen wir es hineinschaffen und ihn töten. Komm schon, gehen wir. Okay. Scheint also doch noch nicht der richtige Endkampf hier zu sein. Noch versuchen wir ein bisschen abzuhauen. Warum war sein Körper da drin? Mundus ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden, töten wir Mundus. Okay, das ist also unsere wirkliche Aufgabe, den Körper von Mundus zu finden und ihn dann schlussendlich auch zu töten. Seine menschliche Form finden. Okay, hier durch die Wand. Wir müssen uns erstmal die... Okay. Ach so, das war ja so, ja, ne? Oh nein. Okay. So, jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Müssen wir nicht nur Mundus töten, sondern auch noch Virgil retten. 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 Okay. Der richtige Endkampf ist angebrochen. Und wie das hier weitergeht beim Mundus und ob wir Virgil wirklich retten können, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Und ich würde mal meinen, das wird das große Finale. Also bis dahin, bleibt gespannt. Das große Finale rückt immer näher. Macht's gut.